Herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Mafia in der Infinity Edition, dem Remaster aus dem Jahr 2020. Das Remaster ist, glaube ich, von 2002. Und das letzte Mal haben wir ja die Zigarren mit den Diamanten, die ja wohl keine Diamanten waren, geklaut. Und ja, scheinbar bekommen wir nicht alle Informationen von unserem Don und ja. Pauli hat hier einen neuen Plan, Geld zu verdienen, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ja, und wir laufen jetzt mal mit ihm zum Bahnhof und mal sehen, was er uns so für Informationen gibt und wie sich das jetzt hier weiterentwickelt, der von ihm angestrebte Bankraub. So, wir können nicht laufen, also rennen. Was für ein Vorteil ist, dass der Bahnhof gleich hier ist. Interessant, dass er jetzt gar nichts mehr zu sagen hat oder zu erzählen. Weil zuerst hat er uns ja eine riesen Backe angelabert. Das war die letzten, wenn nicht 2 Minuten im letzten Video. Also wer da noch mal kurz reinschauen möchte. Du musst an deine Familie denken, vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? In fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich habe die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich habe so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen, keine Ahnung, dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. Also keine Ahnung, ob das so ein Ding ist unter Gangstern. Aber okay, er möchte den Coup machen, damit er dann aufhören kann mit Gangster sein. Aber sein Ziel ist es, nur eine Pizzeria zu besitzen. Ich weiß jetzt nicht, was eine Pizzeria kostet, aber so eine kleine Pizzeria wird doch kein Vermögen kosten, oder? Wenn's schief geht. Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Ja, es könnte so sein, auch dass Pauli sein letzter Einsatz das ist. Ne? Es wirkt schon fast so ein bisschen episch. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels! Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann! Keine Bewegung, oder es knallt! Hol den Direktor! Bleibt alle auf dem Boden! Wenn sich wer bewegt, werde ich schießen! Also ich soll den jetzt holen? Ich dachte, er holt den. Okay. So, hier geht's nach oben. Er will noch kurz schauen, ob ich hier irgendwas... Nein. War ist hier eine Tür? Ja, aber kommt man nicht durch, okay. Ja, das Absi-Heftchen habe ich gesehen. Nehme ich natürlich mit. Warum schießt er schon wieder? Na, ich dachte irgendwie, dass es ein bisschen eleganter ist, aber dass die da reinrennen und direkt schießen und dann... Ja, okay. Ich hätte gedacht, das wäre eher wieder so... Ja, so eine Schleicheinrichtung. Folge dem Direktor mit. Kommt der dann automatisch mit? Oder muss ich den erst anquatschen? Los, weiter! Fühlen Sie sich stark, weil Sie kleinere schlagen? Ich fühle mich reich. Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Auf dem Boden liegen. So, hier ist der Lift, oder was war? Schussbereit? Ich weiß nicht. Sehe ich eine Waffe, schieße ich. Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. So, hier ist ja der Tresorraum, ne? Und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder, Kumpel? Los, weiter! Damit kommen Sie nicht durch. Nicht Typen wie Sie. Scher dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Ja, ich kann nicht schneller laufen. Dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Höchstwahrscheinlich gibt's. Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine. Auf ihn, Jungs! Jetzt hab ich dich! Einer war auf jeden Fall noch da hinten. So, ist der jetzt geflüchtet oder wo ist der jetzt hin? Okay, Munition. Wieder so ein Bildchen. So ein Sammelbildchen. So, was ist hier? Ah, hier sind die. Niemand muss sterben. Ich muss nicht sterben. So, okay. Schauen wir mal, was hier drüben noch ist. Ah, hier sind auch nur Schließfächer. Nee, dachte erst kurz, da ist wieder irgendwas auf dem Wagen, was wir annehmen oder aufsammeln können. Jesus, Maria und Josef. Also bezweifle, dass sie in 5 Minuten das Ganze raustragen können, aber okay.
Zeit, los! Schnapp das Geld, wir hauen ab! So. Also er trägt das jetzt, oder wie? Healing. So, gleich ein paar Waffen einsammeln. Oder Munition. So, hier werden sicher die nächsten Cops kommen. Vor der Bank wahrscheinlich. Komm, steig ein. Ja, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Wohin? Scheißegal, aber häng sie ab! Da kommt noch einer! Hinter dir! Ich muss noch! Na, hier vorne könnte irgendwo eine Straßensperre sein. Schauen wir mal. Aber wir haben jetzt schon mal 4 Sterne. Okay, okay, okay. Nicht rechtzeitig bremsen können. Der Hoffnung, dass wir hier ein paar, ja, Abhänge. Ja. Der Verdächtige ist in der Innenstadt untergetaucht. Wir finden ihn. Aber dass die alle dann auch stuck sind durch die Falle, durch die. Sollten gleich ablassen, die Cops. Alemann, Suche ist beendet. Und jetzt zum Palermo Club. Sam's Club? Ey, der ist gerade leer. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Aber ich stelle das echt in Frage, wenn seine Chance oder sein. Also sein. Ja, seine Hoffnung war, nach diesem Überfall sich eine kleine Pizzeria zu kaufen. Das, also warte mal, ich hau mal Tempomat rein. Und der Aufwand, ich weiß jetzt nicht, wie viele Cops gestorben sind, aber wenn das in echt auch so ist, wenn da 8 Leute sterben oder so. Im Verhältnis dazu, die paar tausend Dollar, die er da rauszieht aus der Bank. Ob das in irgendeinem Verhältnis steht, mag ich irgendwie zu bezweifeln. Aber wie gesagt, ja, jeder sieht solche Sachen an natürlich anders. Wir sind fast da, Tom. Fast geschafft. Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst geschafft, wenn mein Herz sich wieder beruhigt hat. Ja, davor ist auf jeden Fall ein Cop-Car. Vor dem. Dann machen wir ein bisschen langsamer, damit er wenigstens schon mal abbiegt. Ja, ja.
er biegt gerade ab, okay. Achso, ich war gerade kurz verwundert, warum ich die Dings nicht, warum ich nicht aussteigen konnte. Unglaublich! Unglaublich, dass wir das gemacht haben! Wir sind reich! Wir sind reich! Ja. Auf uns beide! Klar. Wir müssen los. Wir sehen uns morgen. Es sei denn, ich bin auch vorbei. Ach, komm schon, war ein Scherz. Ey, ohne dich, da wäre das gar nicht gegangen, das weiß ich. Fahr nach Hause, feier mit Sarah. Schau morgen bei mir vorbei, wir teilen die Kohle. Ja, okay. Viel Glück. Man sieht sich, Kumpel. Okay. Schwarzarbeit. Sieh einer an. Christus ist auferstanden. Ich wollte schon den Bestatter anrufen. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich auch nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieht ganz danach aus. Ich habe nachgedacht. Wirklich? Das ist ja was Neues. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Ha, hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt? Sowas in der Art. Pack deine Sachen. Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts. Klar, du und Pauli seid plötzlich reich und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Wozu Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben? Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Ja, du bist wegen etwas nervös. Du weißt selbst nicht, warum. Wahrscheinlich. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Pauli ist in Ordnung, sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Hat sie schon graue Haare, oder? Wirkt der Aufgabe jedenfalls gerade so, ne? So. Ah, hier ist es. Oh, hier ist ein. Fast übersehen. Wo ist es hier? Schmuddelheftchen und was ist hier? Hier liegt ja auch noch was. Taxilizenz. Bevor der Taxifahrer wurde, arbeitete Tommy in der Straßenbautruppe. Er lebte monatelang in Lagern und half bei der Konstruktion der Highways in den Nordstaaten der USA. Tommy war dieses anstrengende Leben bald leid und zog 26 zurück nach Lost Haven, wo er mit gespartem Geld ein Taxi kaufte. Immer noch hier? Ich weiß nicht, ob sie wirklich glaubt, dass wir immer noch Taxifahrer sind. Oh, hier ist sogar noch mehr. Noch ein Bildchen. Das ist die Hochzeit. Das könnte das Hochzeitsfoto sein. Reise nach Amerika. Tommy und seine Familie erreichte Empire Bay nach Monaten auf See an Weihnachten 1904. Nach einer Inspektion durch Einreisebeamte reisten sie in einen überfüllten Eisenwagenwaggon weiter nach Lost Haven. Tommys Vater fand Arbeit in Lost Haven im Hafen, wo er bis zu seinem Tod 15 Jahre später arbeitete. Okay, er hat sich quasi dort zu Tode geschuftet.
würde ich das jetzt interpretieren. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Oh, hier ist auch noch was. Das ist hier... Ja, das sind hier Polly, Sam und Dings, ne? Und Tommy. Oh. Mutmaßliche Bankräuber auf der Flucht. Fotos eines Passanten zeigen Polizisten bei der Umstellung der der Grand Imperial Bank. Die Polizei von Lost Haven bittet um Informationen zu einem gewaltsamen Überfall, der gestern in der Downtown von Lost Haven stattfand. Die Räuber haben angeblich eine enorme Summe gestohlen und viele Leichen hinterlassen. Sie konnten noch nicht identifiziert werden und befinden sich auf der Flucht. Zeugen werden aufgefordert, das Lost Haven Police Department persönlich oder per Telefon zu kontaktieren. Okay, hat er dann schon Angst, dass er von seiner Frau verraten wird? Weil sie würde ja was ahnen, ne? Jetzt, sie liest das in der Zeitung und er hat jetzt Geld, ne? Das hat sie ja auch ein bisschen durchklingen lassen. Hier war doch noch eine Tür. Ah, hier, das war hier, glaube ich, die Tür, ne? Ja. Und hier ging es zum... Okay, okay. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles, oder? Ach nein, hier haben wir noch ein Bild an der Wand. Sizilien. Ach, er ist auch aus Sizilien. Okay. Also sein Vater wahrscheinlich. Der 4 Jahre alte Tommy mit seiner Familie in der Villaria Zitronenplantage nahe dem Hafen von Messina. Tonys Vater war Vorarbeiter auf der Plantage, bis diese von einem Geldverleiher geschlossen wurde. Ohne Zuhause und vollkommen verarmt wanderten die Angelos schon bald darauf nach Amerika aus. Okay, das war so auch ein bisschen so die Depression. Das war, glaube ich, noch nicht die Depression. Aber es war so auch so ein bisschen so der zweite Goldrush, wo es dann ums Dings ging, ne? Auch ums Öl. Also so ein bisschen auch, historischen Kontext, obwohl das ja fiktives Werk ist, aber es ist okay. So, ich würde nur kurz schauen. Now for a news bullet. Naja, keinen Stress machen. Er ist ja schon nervös genug, weil er den... Ja. Er hat auch nicht gut geschlafen, so wie das jetzt, wie ich das verstanden habe. Ne? Also es nagt schon an ihm. Und vielleicht wird ihm jetzt auch klar, dass er langsam untertauchen muss oder will. Und das ist dann auch der Grund, warum er sich ja dann mit dem Cop trifft. Und wir ja quasi hier die Retrospektive, das was er dem Cop erzählt, hier nachspielen. Und es wirkt schon so, als kommen wir langsam hier auch dem Ende entgegen. Schauen wir mal. Oh, was schafft die Karre so? 90? 100 Meilen? Ich glaube, das für die 30er Jahre ist das nicht schlecht. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Autos in der Zeit noch nicht so schnell waren. Weil die hatten ja immer nur ein paar PS. Wirkt ein bisschen sehr schnell mit 100 Meilen. Das sind ja 160 km/h oder so, ne? Möglich, dass die schon so schnell waren, aber ich glaube nicht, dass die wirklich so schnell waren, die Karren. Ja, es wäre schwierig gewesen mit dem Anschneiden der Kurve.
Aber ich glaube nicht, dass Sarah glaubt, dass wir immer noch nur der Fahrer vom Dawn sind. So. Ah. Ich muss hier wahrscheinlich nur in die Dings rein. Aha. Hier ist schon was passiert. Hey, hast du letzte Nacht den Krach gehört? Nee, ich hatte Nachtschicht. Der Typ in der Wohnung über mir hat wieder Ärger gemacht. Er hat hat gefeiert wahrscheinlich, ne? Und da gab's Stress. So, jetzt meine Prediction. Okay, hier geht's noch weiter rauf. Interessant. Ich will erstmal nach oben schauen. Hier unten ist ja den seine. Aha. Ja, ja. Interessant, dass dann halt hier nicht weitergeht, aber okay. Hier noch irgendwas? Nee. Oh, Tür ist offen. Und damit ist Geld weg, ne? Pauli? Pauli? Oh Gott! Irgendwer, der das Geld wahrscheinlich hat, ne? Pauli? Sam. Ich bin's. Tom. Wo ist Pauli? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben, ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri, er weiß das mit dem Bankraub. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar, kein Problem. Soll ich zu Pauli kommen? Nein. Nein, ich muss hier weg. Triff mich bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Und danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Jetzt die Frage, ne? Wer hat uns verraten? Wie kann der schon das wissen, dass wir das waren? Oder ist das so in den Kreisen so, dass das dann so rumgeht? Keine Ahnung. Ich muss los. Tut mir leid. Ich rufe die Bullen. Da stimmt was nicht. Jemand sagte, es waren vielleicht Schüsse. Warum labert der von Schüsse? Es war ja doch gar keine Schüsse zu hören. Ja, ein bisschen komisch, warum er dann. Da hätte er ja, wenn er die Schüsse hört, warum ruft er nicht gleich die Polizei? Und nicht erst, wenn ich dann Stunden später da hinkomme und die zwar die Lage checke, aber dann auf einmal will er die Polizei rufen. Interessant ist, wer jetzt ihn überfallen hat, ne? Weil irgendwer muss das ja gemacht haben. Oder hat ihn beobachtet? Keine Ahnung. Könnte mir ja auch vorstellen, dass Sam
war, ja, weiß ich nicht. Aber Sam war ja der Einzige, von, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, der mit eingeweiht war, der einen Bankraub, in den Bankraub, auch wenn er, ich weiß nicht, wie viele Informationen er jetzt hatte, der Sam, aber er wusste zumindest, dass das geplant ist, und nachdem er ja das in der Zeitung gelesen hat, dass es einen Bankraub gab, müsste er ja eins und eins zusammenzählen, dass er, also Pauli und Tommy quasi das, ja, den Banküberfall gemacht haben. Und dann hat er es einfach... Ja, wir brauchen sofort Hilfe! Achtung, auf Central Island wurde ein Unfall gemeldet. Zusammenstoß befürchtet. Oh, kann ich mich hier irgendwie absetzen? Wäre cool, wenn ich mich hier untertauchen könnte. Was passiert hier? Ist das jetzt gescriptet oder hängt das damit zusammen, dass ich den aus Versehen da überfahren habe? Kann natürlich sein. Alle Mann, Suche ist beendet. Wiederhole. Suche beenden. Zurück zur Patrouille. Ja, es kann sein, dass ich ihn deswegen getriggert habe. Den Kopf. So. Aber um das nochmal auszufinden, warum hat dann Sam auf einmal Geld, was er uns geben kann? Ja, mal schauen, ob sich das irgendwie auflösen lässt. Stehen bleiben, Tommy. Scheiße. Hey, Tom. Sam. Was ist hier los? Du und Pauli, ihr habt es mir schwer gemacht. Ich weiß, Sam. Und das tut mir auch leid, aber ich muss untertauchen. Hilfst du mir oder nicht? Du machst es schon wieder. Zwingst mich zwischen Freunden und Familie zu wählen. Danach hast du doch bei Pauli gesucht. Hier dein Anteil. Mehr als du verdienst. Du warst es? Du hast ihn getötet? Nein. Pauli hat sich selbst umgebracht. Du scheinst richtig traurig zu sein. Aber nein, ich bin gut drauf. Alles in Ordnung zwischen mir und dem Don. Ich steige auf. Und ich habe gerade diesen Haufen Geld gefunden. Mhm. Der Don weiß von Frank Tom. Und der Hure auch. Der Hure? Das Mädchen, das du mochtest? Du hast sie am Leben gelassen. Das alles tut mir leid, Tom. Aber im Geschäft gibt es Regeln. Wirklich schade. Don Salieri hat dich gemocht. Wir werden beide an deinem Grab trauern. Du glaubst, du machst das aus Loyalität. Das stimmt nicht. Du hast nur Angst. Na, vielleicht. Das kann schon was dran sein, ne? Aber er ist aufgestiegen in seinen Augen. Wenn du über die Schulter geblickt hättest, hättest du viel länger gelebt. Lass ihn nicht leiden, Jungs. Er ist mein Freund. Okay, das war schon fast richtig, meine Prediction, dass er... Bin gleich tot. Also Sam hat uns, ja, wie gedacht, na, er war der Einzige, der noch gewusst hat, dass wir die Bank ausrauben wollen oder dass
Pauli die Bank ausrauben wollte. Und er hat dann das zum Anlass genommen, um nicht nur uns zu hintergehen als seine Freunde, sondern halt auch die Möglichkeit, in der Gunst des Dons aufzusteigen, quasi aus dem Schatten hervorzutreten, um ja mehr vom Kuchen zu bekommen quasi. Und wahrscheinlich ist es auch realistisch, ne, in der Gangsterwelt. Ah, der läuft. Was? Wie hat er mich getroffen? Da hinten ist auch noch irgendwo wer. Irgendwo werde ich noch beschossen. Sehe aber nicht von wo. Scheinbar von oben, von der Empore oder so. Ich glaube, ich habe ihn. Dass der nicht aufhört zu schießen, ist auch interessant. Aber dahinter war noch wer. Da war auf jeden Fall noch wer in der Tür. So, hier war Healing. So, und gleich nachladen. Ich weiß nicht, ob nicht hier die Gun besser wäre. Oh. Oh, da hinten ist auch noch einer. Okay. Hier ist auch irgendwas. Oh. Zwei Mollys.
So, Heftchen. Erstmal verstecken. Es kann sein, dass ich hier erst vorrücken muss, um die zu triggern. Ja. Nein. Okay, ist gleich umgefallen. Nice. Hier wird doch noch mehr sein, oder? Oh. Kurz hier die Waffen einsammeln, beziehungsweise Munition. Ah, Medi-Kit. Ah, ich bin echt gespannt, wie viele von diesen Sammelbildchen ich schon übersehen habe. Weil am Anfang habe ich nicht so drauf geachtet. Bin mir nicht sicher, ob da hinten noch wer war. Ja, da ist noch wer. Okay, der läuft weiter, der Sam. Na, das ist genau in der Sekunde, wie ich dorthin laufe, drei Leute durch die Tür waschen. So, letzter Kontrollpunkt. So. Ab hier. Ja, musste kurz überlegen, wie ich hier die Sachen nochmal laden kann. Oh, diesmal versuche ich gleich hier hin zu waschen. Diesmal versuchen. Ja. Das ist so mit Absicht getriggert. Ja. Haben wir. Healing lasse ich mal liegen. Also, noch nehme ich noch nicht. So, da hinten war noch einer. Okay, Zeit für Healing. Na, schade, dass ich die zwei Molotow-Cocktails nicht mehr habe. Wo waren die? Die waren doch hier vorne, ja? Ich meine nicht, ob ich die nochmal holen kann. Ja, kann ich. Sicher ist sicher, ne? Was man hat, hat man. So, mal schauen, ob der eine noch vorgekommen ist. Weiter. So,
Aber diesmal bleibe ich hier stehen. Ach, die kamen erst aus der Tür raus, ne? Okay, okay. Hier auf der linken Seite war auf jeden Fall noch wer. Komme ich da hin? Ich weiß nicht, ob das der hier von links schon war. Ja, wirkt schon so. Aber keine Munition fürs Maschinengewehr. Okay, er wirft auf jeden Fall Granaten. Aber er war auch ein bisschen so im Interessenskonflikt. Entweder die Familie oder die Freunde. Und er hat sich in der Hoffnung aufsteigen zu können gegen uns entschieden, ne? So. Haben wir noch irgendwas zum Werfen? Nee. Fühle mich da nicht so gut, hier lang zu laufen. Okay, das ist hier in dem Raum. So. Nochmal ein Heftchen. Gehen dir die Leute aus? Ja, bin mir nicht sicher, ob das nur der einzige war oder ob hier noch mehr. Salieri hat uns abgezogen. Er ist gerade darüber gelaufen. Schade. Ich habe ihn zwar getroffen, aber er sollte noch leben. So, jetzt haben wir ihn. Hier drüben wird ja wohl noch einer sein, ja. Jetzt bist du erledigt. Ach, warum konnte ich jetzt wieder nicht?
kann da nicht schießen von der Ecke. Ach, das ist wieder richtig doof gewesen. Warum kann er auf einmal hinter der Ecke nicht durchschießen? Und auf einmal waren da zwei Leute. Okay. Okay, ab hier geht's weiter. So, das Heftchen haben wir. Gehen dir die Leute aus? Das ist noch nicht vorbei, Tom. Salieri hat uns abgezogen! Ach, genau in der Sekunde, wo ich mich bewege, kommt der vor. Die ganze Zeit warte ich auf den. Okay, erstmal hier weg. Ja, ich bin mir nicht sicher, wo der Typ hinläuft. So, jetzt fehlt auf jeden Fall mindestens noch einer. Naja, aber er bleibt auf jeden Fall dahinter so lange, bis man sich bewegt. Ja, theoretisch müssten hier noch Leute sein. Okay, es scheint so, dass wir den letzten erwischt haben. Glückstreffer, Tom. Zum Glück kann man mit Drogengeld viele Leute kaufen.
Macht ihn alle, Jungs! Mehr hast du nicht drauf! Aha. Das, die Drogen sind wieder mal das entscheidende Ding am Ende. Hier war doch noch eine große, oder? Nee. So, schauen wir mal hier hinten zuerst hin. Nee, okay. Ist die Frage, ist jetzt rechts oder links runter, ne? Ah, okay, das ist so ein Stiegenaufgang links und rechts. Kann ich hier auch durch? Okay. Ja, nächste Tür zum Auf. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Diesmal wird dich niemand zum Arzt tragen, Sam. Töte mich, aber der Don, er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Ich sag Salieri, dass du tot bist. Du kannst verschwinden. Genau wie Frank. Okay, er weiß auf jeden Fall, dass Frank weg ist, aber ne? Du bist schlau und bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Und Salieri hat Leute geschickt. Und seine Familie? Okay, damit ist Frank dann tot. Vielleicht auch seine Frau und Tochter. Du kannst es nicht, richtig? Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf klingt vielleicht wie deine Tochter oder Sarah. Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich... Du und Polly. Okay, jetzt versteht man auch, warum er dann zu den Cops geht, um seine Frau und seine Tochter quasi ein besseres Leben zu geben. Er liefert dann alles aus, in der Hoffnung, dass quasi seine Frau und seine Tochter den Sachen dann zu ja überleben oder ja, ich weiß, dass quasi eine Zukunft haben. Und ich will ihrer Familie helfen, aber ich kann ihnen nur helfen, wenn sie vor Gericht aussagen. Das verstehen sie doch, oder? Sie Grundzeugenregelung wahrscheinlich. Vor Salieri, Ralphie, Vinnie, vielleicht sogar Sarahs Vater. Ich glaube nicht, dass sie die Eier dafür haben. Ich werde tun, was nötig ist.
Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit wegbringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom. Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und 4 Jungen. Irische Zwillinge. Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie, die Angst, dass jemand von Ihnen vor Ihnen stirbt. Aber dieser Fall ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich Sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen Ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zur Witwe machen. Und Sie am Leben zu erhalten, ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Sie wollen mir weismachen, für Sie stünde nichts auf dem Spiel. Es geht um Ihre Karriere, genau jetzt. Egal, wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, Sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist Ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist auch schon alles. Naja, er will sich nicht angreifbar machen. Dann muss das genug sein. Oh, jetzt haben wir einen Riesensprung zu 51. Ach, das ist seine Tochter wahrscheinlich. Vor langer Zeit. In einem anderen Leben. Erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe, gut oder schlecht, tat ich für die Familie. Okay, das ist Sarah. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe 8 Jahre in Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden. Damit ich nach Hause kann. Aber für das, was er gemacht hat, nur 8 Jahre? Respekt. Als besserer Vater. Crazy. Als besserer Mann. Wirkt ein bisschen wenig, ne? Für das, dass er so viele Leute erschossen hat. Und ein wenig weiser. Erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist. Aber auch unsere größte Stärke. Ist das jetzt hier schon Finale? Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen, auch wenn sie uns immer entwischt. Und sie richtet uns auf, wenn wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri lässt schön grüßen. Okay. Haben sie uns am Ende doch gefunden? Es ist okay. Ihr seid jetzt sicher.
Ihr seid alle sicher. Weil er tot ist, ne? Vergesst nicht. Geld. Arbeit. Sogar die besten Freunde kommen und gehen. Aber Familie. Familie ist für immer. Okay, das war's. Krasse Story auf jeden Fall. Okay, ich lass mal als Respekt hier den Abspann durchlaufen.
Okay, Leute, das war jetzt dann doch ein bisschen überraschender, dass dann das Ende schon kam. Ich dachte, wir kämpfen dann oder irgendwie den Saleri machen wir noch fertig. Und es wirkt aber auf jeden Fall so, dass nachdem die Hochzeit war, die wurde wahrscheinlich irgendwie öffentlich publik gemacht. Und dann ist das rumgelaufen und dann haben sie uns gefunden vom Don, die Leute, und haben uns halt abgeknallt. Und damit war klar, dass wir jetzt, oder Tommy war tot und dafür ist die Familie jetzt sicher. Was mich gewundert hat, er hatte ja verlangt oder gefordert, dass sie einen neuen Namen und so bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus geschichtlichen Gründen, dass da einfach stand Sarah und Tommy, oder ob die dann auch wirklich einen anderen Namen bekommen haben. Aber ich würde kurz ein kleines Fazit ziehen. Story. Ah, okay, dann kann ich das nochmal. Okay. Und Freifahrt kann ich mich wahrscheinlich in der Stadt bewegen, ein bisschen rum. Vielleicht kann ich dann auch die letzten Icons, die Sammeldinger noch sammeln. Der Magazin, Zigarettenblattbildchen. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Mir war klar, dass Mafia jetzt kein 200 oder 400 Stunden Epos sein wird. Aber ich bin echt überrascht, wie gut die Geschichte war. Es gab hier und da ein paar Logiklücken, was nicht ganz klar ist, aber ja, es muss ja nicht perfekt sein. Ich finde, ich weiß jetzt nicht, ich habe damals nicht das Mafia gespielt, wie es rauskommen ist. Ich finde aber das Remaster echt gut gelungen, auch die Controllersteuerung gut umgesetzt, da ich ja irgendwann aufgehört habe mit Tastatur und Dings zu spielen, weil mir die Verrenkungen auf der Tastatur eigentlich immer krasser wurden, die man da irgendwie machen sollte, und irgendwie habe ich dann den Controller entdeckt wieder für mich und zocke halt gerne viel lieber und entspannter mit Controller in der Hand. Und ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Story richtig nice, eigentlich super nice erzählt. Wie gesagt, es gab ein paar Lücken drin. Aber es kann auch damit zusammenhängen, dass er das ja erzählt, dem Cop, und wir quasi die Retrospektive nachspielen. Und dass er da vielleicht auch, kann man ja sagen, er hat dann vielleicht nicht mehr alles gewusst, hat auch nicht alle Informationen. Deswegen entstehen da Lücken, Logikfehler etc. Aber dennoch hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, jetzt schon das Ende zu sehen. Aber ich finde, es ist trotzdem, ja, es ist ein gutes, also im Vergleich jetzt, ich sehe das jetzt aus Gamer-Sicht, ein gutes Ende, jetzt nicht ewig langes Game. Wir haben das jetzt ganz entspannt in so 10, 12 Stunden durchgezockt. Finde ich ganz gut. Man muss ja überlegen, das Spiel ist ja rausgekommen Anfang der 2000er, 2002 glaube ich. Und da kam das gerade auf so mit den Open World. Man merkt, es ist zwar eine Open World, aber sie ist jetzt nicht so, oder ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als wäre das so eine voll Open World, wo man überall hinlaufen kann. Die ganzen Häuserfassaden waren ja eigentlich nur Zierde. Es gab bis auf die Schauplätze, glaube ich, wenig Möglichkeiten, wo man reingehen konnte. Man kann natürlich jetzt auch nicht hier in mehreren Ebenen hochlaufen. Man hat die Straßen, das Straßensystem ist schon auch ein bisschen angelehnt an so GTA 3. So eine gute Mischung. Da waren so Hitman-Vibes waren auf jeden Fall drin. Sie haben es richtig gut umgesetzt. Eigentlich mehr. Ja, muss ich eigentlich sagen. Schade, dass ich nicht schon früher gezockt habe. Aber es hat sich jetzt so ergeben. Und ich habe in meiner Steam-Bibliothek, die eigentlich zu groß ist, aber ja, suche ich mir gerne irgendwas raus, was ich noch nicht gezockt habe. Und dann ballern wir das gemeinsam durch. Und ich wäre auf jeden Fall angetan, nicht gleich irgendwann, denn es gibt ja eine Trilogie. Es gibt ja hier die Mafia-Trilogie, also 1, 2 und 3. Und ich hätte auf jeden Fall Bock, irgendwann in Zukunft mal den zweiten Teil mit euch anzuzocken. Schauen, wie der dann ist. Und uns hier langsam in der Reihe voranzuarbeiten.
Nochmal Props an Hangar 13, das sind ja die Entwickler vom Game und von 2K wurde das ja gepublished. Ich finde, sie haben einen guten Job gemacht. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Bock habt, mal in die Mafia-Trilogie reinzuschauen. Es macht auf jeden Fall Bock. Und man merkt, ja, wenn man überlegt, was so Anfang der 2000er, da kam das auf mit den Open World, die sind jetzt noch nicht so riesig groß wie heutzutage, heute, keine Ahnung, wenn du da Open World nimmst, egal ob das von Ubisoft ist oder, ja, es geht eigentlich nur noch darum, noch größere Welt zu machen, die einfach irgendwie mit irgendwelchen Beschäftigungsarbeiten zuzukleistern. Und ja, deswegen finde ich das eigentlich ganz nett, dass die Story doch komprimiert ist. Wir hatten jetzt so, ja, wir haben ein paar Sachen wiederholen müssen, aber ich schätze mal so 10, 12 Stunden. Vielleicht, wenn man sich noch ein bisschen mehr Zeit lässt, vielleicht so 15 Stunden. Ein rundes Spielerlebnis. Und ja, wirklich nice. Ich würde sagen, ich beende hiermit das Let's Play Mafia in der Mafia 1 Definitive Edition. Ich werde mir auf jeden Fall was Neues raussuchen, ein neues Game. Und ich weiß es, also aus dem Stand heute der Aufnahme weiß ich das noch nicht. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, heute schon das Game durchzuzocken. Man hat schon gemerkt, es geht langsam dem Ende zu. Es löst sich ein bisschen mehr auf. Ich dachte, man erfährt noch ein bisschen mehr, was mit den Drogen dann ist, ne? Weil es war ja in der vorletzten Mission, die wir gemacht haben, sollten wir ja die Zigarren mit den Diamanten suchen, aber in Wirklichkeit waren da ja Drogen drin. Und die letzte Mission war ja eigentlich die vorletzte Mission war ja der Banküberfall. Und dann wurden wir von Sam verraten. Und nachdem wir Sam ja exekutiert haben, war das Game schon zu Ende. Aber okay. Gut, dann danke ich allen für allen, die dabei gewesen sind und die auch Spaß hatten, hier vielleicht mitzuzocken. Und wer Bock hat und auf der Suche nach einer Multi-Gaming-Community ist, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Let's Play. Danke nochmal für alle, die dabei waren und wir sehen uns. Servus!